Das wird wie ein Hinter-die-Kulissen-Video. Weil wir nehmen quasi auf, was wie wir machen. Wie wir das machen. Wie wir das machen und alles. Sag mal, hast du dich jemals gefragt, wie so ein Buch überhaupt entstanden ist? Nö. Hä? Wo sind wir denn jetzt hingekommen? Am Museum für Druckkunst. Ja, dann lass mal reingehen. Ja, also in Hallen wie diesen wurden früher Zeitungen gedruckt. Da gab es dann interessante Maschinen wie diese hier und diese hier. Und dann noch hier hinten so ein paar coole Dinger. Und da hinten, da wurde es dann schon so richtig modern. Ne? Gucken wir uns gleich mal an. Weißt du, es waren Babys wie dieses hier, die 12 Tonnen schwer waren, 1000 Drucke pro Stunde ermöglichten und von ganzen 3 Personen betätigt werden mussten. Ich schreibe meine Texte trotzdem lieber an modernen Maschinen von heute.